Hallo, das ist Versuch 3. Hallo. Ja, sehr schönes Spawn. Oh mein Gott, ich hab... Oh, okay. Ja, Tundra, wir gehen in die Tundra. Sehr schön. Wir suchen ein Dorf. Tundra. Oh mein Gott, da wird nur ein Balken. Schau dich mal das an. Wenn ihr zwei Balken, ich hab einen Balken und Willem hat fünf. Ich hab zwei. Ja. Aber mein Minecraft funktioniert flüssig. Ja, für deine Maße. Meins halt. Die Kuh müssen wir nicht töten. Die Kuh. Massentierhaltung machen. Nicht vergessen. Nein, Timo, keine Massentierhaltung. Oh mein Gott. Ich muss die da reinschubsen. Ah, Benny, da bist du. Du leckst. Ja. Anna, du leckst nicht. Okay. Alter, ich hab wieder drei Balken. Cool. Was für eine schöne Tundra. Oder wir können ins Birkenbiom gehen. Birken? Naja, wir sind im... Willem. Ich bin auf dieser Tundra-Insel. Ja, das ist so eine Tundra-Insel umgeben mit einem Fluss. Timo, komm hier in die Tundra. Geh auf die Tundra-Insel. Das ist so eine Insel umgeben mit Fluss. Wir könnten die bewohnbar machen und dann der Fluss ist so eine Barrikade gegen Gegner. Das ist cool, ja? Ja, kommt darauf. Das sind noch Kühe, also perfekt für Massentierhaltung. Ja. Oder Schweine. Aber Schweine sind nicht so wichtig. Ja. Aber Willem, ich würde eher ein Dorf suchen. Schau, was ich mache. Willem, ich würde ein Dorf. Ich barrikadiere unsere Insel. Willem, ich suche ein Dorf. Nein. Doch. Nein. Wenn ihr außerdem, nein, du gehst tiefer in die Tundra, anstatt auf der Tundra-Insel zu bleiben. Ja, und? Tundra-Insel. Nein. Ich will aber Tundra-Insel. Ich gehe jetzt die Insel herum und schau, wo der Fluss nicht vollständig ist. Okay. Aber sonst kannst du doch einfach den Fluss graben. Halt, der Fluss geht rundherum, aber so manchmal ist so ein einziger Block verbunden mit dem anderen und dann muss ich... Das kann natürlich nicht sein. Ja. Ich suche im Norden nach einem Waldbrand? Okay. Ja, du suchst nach Waldbränden. Ja, ich habe gerade einen Waldbrand, weil ich hier einfach eine Lavaquelle neben einem Baum ist. Ja, okay, ich ignoriere das mal. Ja, mach das. Hühner! Okay, wir haben alles, was wir brauchen, ich hab Hühner. Ich hab keine Dorfbewohner, die ich quälen kann. Es gibt nichts Besseres als Hühner und Kühe. Oh mein Gott. Villager? Villager sind besser. Nein. Doch. Bitte, kannst du ein Loch graben auf der Tundra-Insel? Ich komm jetzt gleich mit Hühnchen, okay? Willem, ich hab ein Schiffswrack gefunden. Ein Schiffswrack? Schiffswrack. Ja, ich hab zuerst Schiffswrack. Ich hab verstanden, was du meinst, aber... Schiffswrack. Wir wissen, dass du das zuerst verstanden hast, Willem. Aber jetzt grab bitte schnell ein Massentierhaltungsloch. Ja, mach. mach. wo soll das Loch sein? Ah, ich weiß, wo es sein soll. Boah, Hühnchen sind richtig langsam am Wasser. Da. Am Wasser. Kommt schon, Hühnchen, schneller. Ja. Los, Hühnchen. Ja. Kurz hast du das Spiel geleckt. Ja. Hab ich auch bemerkt. Boah, das eine Hühnchen, das vierte Hühnchen ist irgendwie richtig langsam. Willem, ich hab eine Schatzkarte gefunden und in der Nähe von mir ist ein Schatz. Ja, dann hol dir den Schatz. Ja, der Schatz ist richtig gut. Also Benny, ich meine Timo, ich hab das Loch gemacht. Das Massentierhaltungsloch. Ich hab sogar einen Weg rausgemacht,
den Hühner nicht kapieren, weil man so einen Parkour-Jump machen muss, um rauszugehen. Wow. Das ist ja voll anspruchsvoll. Ein simplen Parkour-Jump aber. So, ich grab jetzt mal 10 Jahre nach dem Schatz. Ihr Hühnchen, kommt auf die Tundra-Insel. Ich lade euch herzlich ein. Seine Massentierhaltungspest. Zu einem Massentierhaltungspest. Willem, wo genau ist das Loch? Ha, warte, ich zeig dir jetzt. Gleich. Musste nur das hier machen. Also, wo bist du? Ich seh dich. Aha, komm zu mir. Denn da ist das auch das Loch, wo ich hinschwimme. Ah, ich seh's. Da ist das Loch. Sehr schön. Ich find's immer so dumm bei den Schätzen, dass man 50 Jahre grabt. Yay, und jetzt kannst du hier genau Massentierhaltung machen. Ja, Massentierhaltung. Parrots and Bats. XP! Und wir haben dann gleich so eine kleine Höhle. Boah, das ist ja richtig cool. Ja, einfach da mit der kleinen Höhle daneben. Ja, auch, ich finde auch diese Insel schön. Schafe! Willem, wo machen wir unsere Häuser? Also du machst, ich mach wieder mal zwei Häuser. Ich mach ein Haus auf dieser kleinen Oak Forest Insel und dann ein Haus auf der Tundra Insel und dann so eine Brücke dazwischen. Okay. Okay. Ich mach mal wieder eine kleine Höhle. Und zwar in der Höhle grabe ich ein bisschen was aus, wo dann meine Hobbithöhle reinkommt. Machst du auch ein Observatorium? Ja, ich mache wieder mit Glas. Ich finde Glas ist schön. Wenn ich jetzt genau geradeaus gehe, dann müsste ich genau den Schatz finden. Wenn du genau geradeaus gehst, dann würdest du genau. Kannst du deine Bemerkungen lassen? Es ist richtig nervig, so einen Schatz zu finden. Weil man einfach die Welt verumstalten muss. Um einen Schatz zu finden, muss man die Welt verumstalten, aha. Das nennt sich ja, Terraformen. So. Terraformen im schlechten Sinne. Aber wirklich im schlechten Sinne. Sand. Du willst Sand. Ich hab Sand. Fast. Ja, neben mir halt. Fast. Neben mir. Also eigentlich ist mein Besitz. Also mein Sand. Hab ich gerade den Schatz gesehen? Nein. I'm very sorry, but you didn't see it. Willem, hast du Kohle? Nein. Aber ich hab Holz. Ja, das hab ich auch, aber ich brauch Kohle. Oh, Kohle. Kohle. Ich find's so dumm. Ich hab keine Kohle. Ich hab Verstecken gefunden. Wir haben gefunden. Hä? Es wird schon Nacht, Junge. Ja, so lange ich baue mein Haus. Auch schon so lange um den Schatz. Ein Observatorium. Okay, dann gebe ich einfach Holz rein. Ich werde einfach wegen euch sterben. Ja, wegen weil uns ihr mir natürlich. Gesagt, doch, weil ihr gesagt habt, ich soll nach dem Schatz suchen. Nein. Du hast es entschieden. Doch. Wir haben es nicht gesagt. Du hast ein Schiffswrack gefunden, dann hast du die Karte gefunden und dann bist du suchen gegangen. Du hast dich entschieden.
Du hast mir gesagt, ich soll suchen. Ja. Ich hab gesagt, dass es gut ist, es zu suchen. Nein. So. Ich will ein Videobeweis. Videobeweis. Mach ich. Willem, ich hab eine Schatzkarte gefunden und in der Nähe von mir ist ein Schatz. Ja, dann hol dir den Schatz. Ja, es gibt neue Eier. Willem, wir haben schon 4 Eier. Ah, schön. Leider kann man sie nicht kochen. Nicht? Oh. Ja, das ist Divine RPG exklusiv. Sonst wären Eier gleich viel mehr wertvoll. Ja. Also, für mein Haus brauche ich auch mal eine bessere Wand als die hier gerade. Das ist so dumm. Okay, also. Also wenn ich sterbe, sage ich nur, dass es eure Schuld ist. Ja, Danny versichert sich bei der Schuldigkeitsversicherung. Gibt's das? Frag mich nicht. Okay. Ich frag dich nicht, warum bist eine. Ich verstehe einfach nicht, wo der Schatz sein soll. Der zeigt mir einfach eine andere Richtung an. Ich habe ihn vormorgen gesehen. Das ist schön. Schau, das X ist zwar groß, aber eigentlich sollte dort die Chest sein, und zwar so ein, zwei Blöcke unter der Oberfläche. Junge, ich habe es gefunden, aber das ist so gemein, aber es hat sich gelohnt. 20 Eisen, 2 Dias, 6 Emeralds. Ein bisschen. Und das hart auch. Jetzt mach dir ein bisschen Eisen. Jetzt mach dir ein bisschen Eisen. Ich hab eine Schildkröte. Mach dir Rüstung und Schwert, damit du überleben kannst. Darf ich die Schildkröte töten? Ja, wer hat's dir verboten? Keine Ahnung. Mathe-Mann oder ist wie? Kein Deutsch. Ja. Oh. Warte, ich kann jetzt ein Crafting Table nehmen. Kann ich nicht. Ich wollte sagen Enchanting Table, aber okay. So, und hier mache ich so einen großen Fenster. Dann mache ich hier so. Sieh Gras! So. Ich gehe jetzt zu euch. Ich habe keine Lust mehr, nach einem Dorf zu suchen. Schön! Aber wir werden nach einem Dorf suchen. Das möchte ich zu hören. Willkommen. Nein. Das kannst du machen, aber ich nicht. Dann geh ich sterben. Ich geh sterben, wenn du nicht einverstanden bist, dass wir dann ein Dorf suchen. Okay, dann geh sterben, aber kannst du nicht mehr mitspielen, ist das Problem für dich. Geh nicht sterben, oder wir suchen ein Dorf eventuell. Ich töte Willem, wenn wir kein Dorf suchen. Ich versetze mich in Stasis wegen Spaghetti mit Bolognese. Bitte unterbrecht meine Stasis nicht. Ich werde sie schon selber unterbrechen. Ja, ich unterbreche sie nur, wenn es dringend ist. Oder okay. Okay, ich bin gerade richtig.
Primo, ich hab Lapis. Ah, du bist da unten schon, sehr gut. Ich hab Lapis. Ist keine Gefahr mehr? Nein. Ich hab ein paar Fackeln platziert, reicht nicht mehr. Oh, das ist ja richtig groß hier. Voll arg. Ja. Hast du ein bisschen Essen für mich? Schade. Hast du ein bisschen Kohle für mich? Was? Da ist ich. Timo, wir haben hier. In bei der Höhle? Uns. Ein Glas drin. Nicht drinnen, ja, sondern da draußen. Vor der Tür. Das ist dein Nachbar. Das ist der Freddy. Der Freddy. Damit das nicht durch die Ritze durchschießen kann, das Skelett, wie ich da draußen gestanden bin.